Laut Regierungsplänen sollte das Kohlekraftwerk Mellach Energie liefern, falls die Gaslieferungen aus Russland ausbleiben. So der Plan. Dazu hat sich nun der Verbundchef Michael Struggel geäußert. Er hat gesagt, das Kohlekraftwerk kann erst ab 2023 Energie liefern. Keine guten Nachrichten, denn die Regierung hatte sich darauf verlassen, dass das Kohlekraftwerk zur Not einspringen kann. Doch so sieht es im Moment nicht aus. Von der Regierung war auch ein Füllstand von 80% der Gasspeicher angepeilt worden. Struggel wurde in einem Interview dazu befragt, ob dies realistisch sei. Er meinte dazu, das hängt sehr stark von den nächsten Monaten ab. Sollte es zu massiven Einschränkungen bei den Lieferungen kommen, dann könnte es Probleme geben. Und das könnte dann auch Auswirkungen auf die Einspeicherungen haben, so Struggel. Dennoch ist Struggel davon überzeugt, dass die Versorgungssicherheit im Winter gewährleistet ist. Vor allem mit Blick auf den Strom, da sollte es keine möglichen Versorgungsengpässe geben, so der Verbundchef. Die Voraussetzung sei aber, dass die Gaskraftwerke auch weiterhin am Netz seien, denn sie sorgen für 15% der Stromerzeugung im Winter. Zusätzlich könnte es im Winter dann auch noch mehr sein. Die Gasspeicher, sie sind wichtig, sie sollten befüllt sein. Ob es zu weiteren Preissteigerungen kommen wird oder nicht, dazu äußerte sich der Verbundchef ebenfalls. Er meinte, die Preise bezüglich der Energie werden weiterhin hoch bleiben. Für den Verbund, da sieht es im Moment sehr gut aus. Die sogenannte Einkommensseite sei vom Verbund her gut bedient. Struggel meinte dazu, dass man die Einnahmen aber auch entsprechend wieder ausgeben würde und diese beispielsweise in den Ausbau der Netze oder Speicher investieren würde.